Ja, vielen Dank, David und AJ, für die Einführung zum heutigen Tage. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Florian Bauer. Ich bin seit einigen Monaten als Mitglied der Geschäftsführung verantwortlich für das Thema Sales. Seit dieser Woche auch offiziell im Amt bestätigt. Das heißt, Sie haben jetzt noch ein bisschen länger mit mir zu tun. Da freue ich mich auf eine gemeinsame Zusammenarbeit und vor allem auch heute und morgen auf einen intensiven Austausch. Einige von Ihnen durfte ich in den vergangenen Monaten schon kennenlernen. Aber das kann nur der Anfang sein. Wir wollen den Austausch mit Ihnen intensivieren und das möchte ich persönlich auch. Und ich begrüße auch Sie ganz herzlich, die Sie sich digital heute zugeschaltet haben und hoffe, dass Sie eben auch möglichst viele wertvolle Erkenntnisse aus diesen zwei Tagen mitnehmen, um Ihr Unternehmen auf Basis von unseren Insights zu verbessern. Natürlich können Sie auch gerne mit mir über E-Mail oder über LinkedIn in Kontakt treten. Wir werden sicherlich nicht alle Gespräche in diesen zwei Tagen zu Ende führen. Deswegen, wie gesagt, das ist nur der Anfang von einer langen Reise und ich freue mich auf alles, was da kommt. Kurz zu mir, damit Sie auch ein bisschen wissen, wer hier zu Ihnen spricht. Sieht hier so ein bisschen aus, als hätte meine Reise bei mobile.de auch begonnen. Das ist nicht ganz gelogen, denn seit Ende der 90er vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht nach irgendeinem Fahrzeug suche, ob ich jetzt nun mal schon einen Führerschein hatte oder nicht oder ob ich ein Fahrzeug gerade brauche oder nicht. Ich bin ständig auf der Suche nach dem nächsten guten Deal. Aktuell ist es ein bisschen schwierig, da hinterherzukommen bei dem dynamischen Umfeld in unserer Industrie, aber mein virtueller Parkplatz ist vollgeparkt von Autos und das war schon immer so. Ich habe viel im Ausland gelebt und in jedem Land habe ich die jeweilige Plattform genutzt, um meine virtuelle Garage vollzuparken. Das heißt, wenn Sie da auch persönliche Beratung brauchen, dann immer gerne. So, während meiner ersten wirklichen festen Station können Sie schon sehen, ich habe schon immer die Transformation der Industrie in den letzten 15 Jahren begleitet und zwar da, wo ich am Puls der Zeit sein kann, wo ich wirklich gestalten kann und wo ich wirklich das relevante Thema, was jetzt aktuell ist, voranbringen kann. Angefangen bei der BMW Group war ich Teil des Project I Teams mit der Einführung und Entwicklung der ersten Elektrofahrzeuge unter der Submarke BMW i, dem i3 und dem i8. War dort im Produktmanagement tätig und eben mit dabei bei der Markteinführung. Wir haben dort auch schon einmal das Direktvertriebsmodell getestet. Wir waren da ein bisschen vor unserer Zeit, aber es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Danach habe ich mit einigen ehemaligen BMW-Kollegen und einigen Kollegen von Tesla, Google und Apple mich auf die Reise begeben eines Elektroauto-Startups Byton. Die einen oder anderen hier im Saal erinnern sich noch an die Geschichte. Da ging es sehr stark um die digitale Vernetzung des Fahrzeugs, die Connectivity. Und jetzt zurück in Deutschland geht es eben um den nächsten Megatrend, das Thema Shared. Wir befinden uns im Wandel von Ownership zu Usership, vom Besitz hin zur Nutzung, von dem Angebotspreis als Festpreis zur Betrachtung der monatlichen Rate bis hin zur Total Cost of Ownership. Und auf diesem Weg habe ich mich in den letzten zwei Jahren bei unserer Muttergesellschaft Adevinta in einer strategischen Funktion damit beschäftigt, was bedeutet dieser Wandel für alle Stakeholder in dieser Industrie? Für unsere Händler natürlich, für unseren neuen und wichtigen Stakeholder, den Hersteller, für Banken, weitere Anbieter von Services entlang der Value Chain, für uns als Plattform natürlich, aber vor allem auch für unsere Endnutzer. Und nun in dieser neuen Rolle bei mobile.de ist es meine persönliche Mission, Sie alle besser zu verstehen und auch Ihre Herausforderungen im Detail zu verstehen, sodass ich im Austausch mit David auch dafür sorgen kann, beziehungsweise unsere Teams sich eng vernetzen und dafür sorgen können, dass die Produkte, die auf den Markt kommen, auch wirkliche Relevanz für Sie haben und dass die Produkte, die wir täglich mit 150 Änderungen versehen, auch die richtigen Änderungen bekommen, damit Sie wirklich einen echten Impact für Ihr Geschäft haben. Das heißt, worüber möchte ich heute mit Ihnen reden? Zum einmal im Hier und Jetzt starten. Wir haben dieses Jahr sehr viel verändert und da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Und zum anderen Ihnen aber auch, angefangen von AJs Keynote heute Morgen, etwas tiefer gehen und beschreiben, wohin die Reise für uns gehen wird. Also gehen wir erstmal auf dieses Jahr, das große Update. Wir haben im Jahr 2023, also im Oktober diesen Jahres, die größte Änderung unserer Angebotsstruktur vorgenommen.
Es war eine beeindruckende Leistung eines cross-funktionalen Teams, was da zusammengearbeitet hat, um wirklich alle unsere knapp 40.000 Accounts auf diese neue Struktur zu migrieren. Und wir haben spannende neue Ideen gelauncht und ihnen ein ganzes neues Team zur Unterstützung geschickt. Aber schauen wir doch mal rein. Team. Hallo Boss! Wir haben einen schicken Neuzugang, kaum gefahren. Max, ich will, dass jeder potenzielle Kunde den Wagen zu Gesicht bekommt. Okay. Target, überleg dir, wie wir die Leute am besten begeistern. Natürlich, Boss. Wird erledigt. Reach? Ja, Boss? Die beiden brauchen zusätzliche Reichweite. Du weißt, was zu tun ist. Aber klar, Boss. Kein Problem. Ich danke euch. Go M-Team! Ausgezeichnet. Unsere Mission, Ihr Erfolg. Unsere Mission, Ihr Erfolg. Wir wollen Sie next level-mäßig auf das nächste Level heben. Das waren eben vier von unseren Superhelden, die für Sie aktuell im Einsatz sind. Aber vielleicht fangen wir erstmal vorne an. Warum denn eigentlich Superhelden? Sie haben von David schon gehört, dass wir viele neue Features bringen, viele Änderungen machen und wir haben festgestellt und müssen das auch zugeben, diese mehr als 50 Produkte, die wir im Portfolio haben und die teilweise noch recht neu sind, sind zugegebenermaßen sehr komplex zu verstehen. Und wir wollten sie neu gruppieren und ihnen Bilder an die Hand geben mit diesen Superhelden, damit sie eben verstehen, wie wir diese Features bestmöglich gruppieren, um ihnen einen Mehrwert zu bieten. Und das haben wir dann nach Benefits bzw. verschiedenen Zielbereichen sortiert. Und ich gehe jetzt mal auf den einen oder anderen Helden oder die Heldin ein. Und zwar die erste, die wir uns anschauen wollen, ist Reach. Reach steht mit ihrem langen Arm eben bildhaft dafür, dass immer wenn Sie versuchen, möglichst viele Kunden in der Breite anzusprechen, dass wir all diese Tools gemeinsam bündeln und Ihnen eben anbieten. Der nächste Superheld ist Max Views, wenn es darum geht, wirklich ein einziges Fahrzeug möglichst prominent anzuzeigen. Dann bündelt Max Views alle Produkte, um diese Anzeige besser zu vermarkten. Ein weiterer Superheld ist Dataman. Und wir haben heute schon viel über unsere Datenstrategie gehört und werden das auch noch auf weiteren Bühnen und Agendapunkten heute und morgen vertiefen. Und mit diesem Dataman haben Sie Zugriff auf verschiedene Daten und Dashboards. So können Sie zum Beispiel sehen, wie sich die Nachfrage auf mobile.de entwickelt und können das wirklich sehr granular bis hin zur Farbe und zu weiteren Ausstattungsmerkmalen filtern. Und wenn Sie mehr dazu wissen wollen, ist heute um 14.30 Uhr auf der Deep Dive Stage eine sehr wichtige Session dazu. So, und hier mal das gesammelte M-Team mit allen Helden und ihren Missionen. Und darauf werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen weiter eingehen. Aber Sie haben auch natürlich die Möglichkeit, auch mit uns in direkten Austausch dazu zu kommen. Wir haben noch einen Schritt weiter gedacht. Und zwar haben wir diese Superhelden dann gruppiert in jetzt eben vier statt vorher drei Paketen. Das neue Platin-Paket zum Beispiel ist wie eine Premium-Flatrate, um von allem immer und von dem Neuesten immer alles drin zu haben. Das Silberpaket hingegen fokussiert sich auf maximale Effizienz. Und auch da können wir hier in der Konferenz natürlich noch sehr tief in Austausch gehen, welches Paket in welcher Situation für Sie das Richtige ist. Und natürlich haben wir darüber hinaus auch in unserem neuen aufgeräumten Infocenter alle Informationen für Sie verfügbar gemacht und werden Sie auch weiterhin mit den beliebten Webinaren mit Dirk und anderen Kollegen und Kolleginnen natürlich mit unserer Expertise beiseite stehen, um Sie bestmöglich zu beraten und auch Ihnen mit jeder Interaktion mit uns als Marke, mit uns als den Personen einen Mehrwert zu bieten. Darüber hinaus steht natürlich das gesamte Sales-Team und auch unser Customer-Service-Team jederzeit zur Verfügung. So, und das ist aber hier und jetzt und ich möchte jetzt ein bisschen tiefer darauf eingehen, wie es bei uns weitergeht. Sie haben ein bisschen was von AJ schon gehört und David ist auch teilweise gut ins Detail schon gegangen, aber wir wollen nochmal ein bisschen auf drei Punkte eingehen, auf die es hier auch auf der More-Konferenz Next Level eben für Sie gehen wird.
Das eine ist, wir wollen sie schneller machen. Das zweite ist, wir wollen ihnen ein breiteres Angebot bieten und wir wollen sie intelligenter machen. Und was das jetzt bedeutet, darauf gehe ich jetzt im Einzelnen drauf ein. Schneller, ein Beispiel dafür sind unsere neuen automatischen Leasing-Angebote. In der Vergangenheit, beziehungsweise heute noch, müssen Sie sehr viel Zeit damit verbringen, ein Leasing-Angebot immer zu aktualisieren. Nach einer Probefahrt oder wenn ein weiterer Monat vergangen ist, ändert sich natürlich die Kalkulation für Ihr Fahrzeug. Und in der Vergangenheit war das ein sehr langer manueller Prozess, der regelmäßig angegangen werden musste. Und jetzt haben wir es eben geschafft, Ihnen einen automatisierten Prozess zur Verfügung zu stellen, in dem Sie innerhalb von einer Minute die aktualisierten Leasingraten für Ihre Fahrzeuge berechnen können. Damit haben Sie mehr Zeit für Kundenkontakt und eben weniger Ressourcen auf administrative Dinge verwendet. So sieht das Ganze aus. Automatisches Angebot. Zack. Tabelle, Laufzeit und Laufleistung. Und mit wenigen Klicks kommen Sie dann eben zum Leasing-Angebot auf unserer Plattform. Das nächste Thema ist breiter. AJ hat schon über Digital Retail gesprochen und darüber, was wir heute tun und ein bisschen Ihnen einen Einblick in unsere Vision gegeben. Wir wollen das Angebot erweitern. Heute haben Sie, wie Sie auf der nächsten Seite sehen, unseren Online-Kauf, den wir seit September letzten Jahres live haben. Wir haben ihn sehr vorsichtig skaliert, denn in einem End-to-End-digitalen Prozess, viele von Ihnen wissen das, what can go wrong will go wrong. Das heißt, jeder Case ist am Anfang unterschiedlich und wir müssen entlang der gesamten Wertschöpfungskette lernen, wie wir eine Qualität auch auf die Straße bringen können, die unsere Endkunden eben begeistert. Und das war nicht einfach, da haben wir sehr viel Lehrgeld gezahlt, aber wir haben die richtige Strategie verfolgt, diesen End-to-End-Prozess zuerst komplett zu verstehen und vorsichtig zu skalieren. Jetzt sind wir in einem Punkt angelangt, wo wir uns sehr stark mit der Realität beschäftigen, wie können wir das Thema Digital Retail wirklich skalieren. Und AJ hat schon ein bisschen dazu erzählt, wir haben sehr viele verschiedene Punkte. Es ist nicht eine Transaktion, wenn man ein Auto kauft. Es ist nicht, wenn man ein Handy kauft und man macht mit einem Klick die Bestellung und dann kommt es nach Hause, sondern man hat eben sehr viele Schritte in diesem Customer Journey, in diesem Prozess. Und einige davon möchte ich heute schon digital erledigen und für andere brauche ich den persönlichen Kontakt oder sogar den Kontakt mit dem Fahrzeug. Und unsere Vision ist, dass wir entlang dieser gesamten Customer Journey für Sie als Anbieter von Services und von Produkten die Plattform schaffen, dass Sie zur richtigen Zeit die richtigen Angebote dem richtigen Kunden zur Verfügung stellen können. Und natürlich, wir sind ein Marktplatz, Angebot und Nachfrage, auf der Nachfrageseite eben auch für unsere Endnutzer zu jedem Zeitpunkt das richtige Angebot zur Verfügung zu stellen. Wir werden nachher noch in einem anderen Kontext hören, es gibt keine schlechten Leads. Es gibt nur eine schlechte Antwort auf die Leads. Wenn ich nicht genau die Bedürfnisse der Leads erfülle, die dieser eine Lead gerade von mir erwartet, dann sehe ich es als einen schlechten Lead, aber es liegt eben häufig daran, dass ich die Bedürfnisse nicht richtig verstehe und eben nicht das richtige Angebot zur richtigen Zeit habe. Ein Beispiel dazu ist, wir integrieren immer mehr Banken. AJ hat sich auf die BMW Bank bezogen, die jetzt seit einigen Wochen erst publik ist. Aber wir haben hier schon eine große Anzahl an Banken. Viele von Ihnen sind auch heute hier. Ich freue mich auch da auf den Austausch. Und so gehen wir entlang der Wertschöpfungskette wirklich an jeden Schritt und schauen, dass wir jeden dieser Schritte digital anbieten können und eben auch in dem Online-Offline-Hop-on-Hop-off-Modus eben in der Orchestrierung Ihnen helfen können, dass Ihre Leads im Funnel bleiben. Das dritte Thema, und das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir, ich möchte eigentlich auch in meiner Sales-Rolle nicht in eine Lage kommen, wo ich mich rechtfertigen muss für unsere Angebotsstruktur oder für irgendwelche Themen, sondern ich möchte, dass Sie, auch ohne dass wir da sind, den Mehrwert erkennen. Und das geht vor allem über die Daten, die wir nutzen wollen und wirklich von einer Dashboard-Logik hinkommen zu einer echten Business Intelligence. Und zwar aktuell haben wir sehr viele Features für Sie verfügbar. Wir haben Daten-Dashboards, wir haben zum Beispiel das Suchdaten-Dashboard oder wir haben den Marktmonitor Future Mobility und da können Sie sehr gute und sehr viele Einblicke gewinnen.
In Zukunft wollen wir allerdings von der Betrachtung einzelner Fahrzeuge, also wir bieten Ihnen sehr viele Tools an, um einzelne Fahrzeuge zu optimieren, wollen wir aber hin zur Betrachtung des gesamten Autohauses, dieses gesamten Geschäfts. Wir kennen eigentlich sehr viel über Ihren Ansatz, wie Sie Ihr Unternehmen gerade steuern. Und wir können Ihnen dabei helfen, es zu vergleichen, wie andere in Ihrem Segment oder in Ihrer Region gerade Ihr Geschäft steuern. Und unabhängig davon, wie Sie unsere Plattform nutzen, können wir Ihnen beratend zur Seite stehen und Ihnen ein paar Handlungsempfehlungen geben, wie Sie vielleicht im Vergleich zu den Besten in der Industrie noch ein paar Dinge im Detail verändern können. Und auf Basis dieser Daten in Kombination mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning natürlich wollen wir diese personalisierten Handlungsempfehlungen auch wirklich at scale, also wirklich skaliert an Sie alle und möglichst automatisiert anbieten. Dabei wird Ihnen natürlich mein gesamtes Sales-Team mit Rat und Tat auch zur Verfügung stehen und Ihnen auf dieser Reise helfen und vor allem eben auch viele Piloten mit Ihnen fahren, damit wir wirklich uns auf die relevanten Datenprodukte stürzen, die Ihnen wirklich Mehrwerte bieten. So, wenn Sie da zu diesen Themen tiefer einsteigen wollen, dann gibt es auf der einen Seite Themen zum Produktupdate, dann das Thema Digital Retail, Leasing, OBS steht bei uns für Online Buying and Selling, also das Digital Retail Thema und natürlich im More Lab sehr viel im Detail geht es um Ihre Datenstrategie, unsere Datenstrategie. Wie können wir möglichst eine Fülle an Daten zusammenbringen, um gemeinsam uns Ihr Geschäft anzuschauen und wertvolle Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Und jetzt freue ich mich auf eine tolle Zeit mit Ihnen. Viele inhaltliche Diskussionen natürlich, aber ich möchte Sie auch persönlich kennenlernen und Ihren Ansatz, wie Sie Ihr Geschäft steuern, verstehen und natürlich auch mit meinen Kollegen, die jetzt mit der Cue wieder auf die Bühne kommen, für ein schönes Abschlussfoto, mit Ihnen in Austausch treten und ich hoffe, wir haben eine ganz tolle Zeit zusammen. Und hiermit übergeben wir an Dirk und Lina, unser Moderationsteam, die Sie durch den weiteren Tag führen. Ja, vielen Dank an das Leaders-Team von mobile.de. Und jetzt geht's gleich los mit meinem Kollegen Dirk Walter und mir eben auch auf der Hauptbühne unseren vielen tollen Vorträgen, die jetzt für den Tag geplant sind. Aber bevor es dann eben davon losgeht, haben wir noch eine kleine Überraschung. So ist es. Das war gerade schon wow, was ihr drei gemacht habt. Tolle Vorträge. Mit wow geht's weiter. Wir schalten sofort in unsere Kommentatoren-Lounge. Unser Kollege Matze Schmidt hat ganz spezielle Gäste für Sie. Vielen Dank an Lina und